Guyana, Land der vielen Wasser. Hier beginnt eines der modernsten Abenteuer unserer Zeit. Ein deutsches Team, ausgestattet mit aller erdenklichen Technik, will die größte Anaconda der Welt finden. Dies ist die Geschichte ihrer Expedition tief ins Reich der Riesenschlange. Werden sie die Ersten sein, die das Monster entdecken? Viele haben Anacondas gesehen und wahre Schreckensgeschichten verbreitet. Über 20 Meter sollen die menschenverschlingenden Ungeheuer sein, sagen Indianer und Abenteurer. Mythos oder Wahrheit? Noch immer ranken sich zahlreiche Legenden um die wahre Größe der Anaconda. Selbst die Wissenschaft weiß wenig über die Königin der südamerikanischen Sümpfe. Ein Team aus erfahrenen Biologen, Filmern und Einheimischen will Daten für die Wissenschaft sammeln. In den unterschiedlichen Lebensräumen, so hoffen sie, müsste es möglich sein, die tatsächlich größte Anaconda der Welt zu finden. Im Gepäck modernste Mess- und Beobachtungstechnik. So ausgerüstet hat bisher noch niemand dem Mythos der Riesenschlange nachgespürt. Und trotzdem, es wird eine beschwerliche und schwierige Reise. Der Lebensraum der Anaconda ist beeindruckend schön. Savannen, Sümpfe und undurchdringliche Wälder östlich der Anden. Das tropische Tiefland Südamerikas erstreckt sich vom Norden Venezuelas bis nach Argentinien. In den Ebenen Guyanas gibt es selbst jetzt in der Trockenzeit noch reichlich Wasser. Ein idealer Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Mehrere hundert Vogelarten sind hier zu Hause. Und in den dichten Wäldern leben seltene Katzen wie der Ozelot. Die zahlreichen Wasserwege sind das Reich der Kaimane. Erstes Ziel unseres Teams ist ein kleines Dorf. Der Weg führt vorbei an einem Savannensee. Dorthin sollten sich die wasserliebenden Schlangen bei anhaltender Trockenheit eigentlich zurückziehen. Kreisende Geier erregen immer Aufmerksamkeit. Schwarze Truthahngeier haben den Kadaver als erste gerochen. Die Königsgeier sind ihnen gefolgt. Wesentlich größer und kräftiger als ihre schwarze Verwandtschaft übernehmen sie das Öffnen der Kadaverhaut. Die große Anaconda bietet für alle genug, um satt zu werden. Mit vollem Kopf fällt der Abflug nicht unbedingt leicht. Selbst der mächtige Flügelapparat von 2 Metern Spannweite muss enorme Kraft aufwenden. Am Schlangenkadaver wird es allmählich ruhiger. Endlich Gelegenheit, die Anaconda näher zu untersuchen. Bei dem toten Tier ist technischer Aufwand nicht nötig. Ein einfaches Maßband reicht dem Biologen Rainer Bergomatz aus, um die Schlange vom Kopf bis zur Schwanzspitze zu vermessen. Marion Pöllmann, die Fachfrau für die Technik, notiert. Mit 5 Metern gehört dieses Tier schon zu den größeren Exemplaren. Mehr als 300 dünne Rippen ragen in den Himmel. Viel Stabilität für den massigen Schlangenkörper können diese zarten Gebilde nicht liefern. Kein Wunder, dass sich die Anaconda an Land recht hilflos und langsam bewegt. Die Wasserschweine sind trotzdem auf der Hut. Sie gehören immerhin zu den beliebtesten Beutetieren der Riesenschlange. Diesmal besteht allerdings keine Gefahr. Die grüne Anaconda ist offensichtlich vollgefressen und verspürt keinen weiteren Appetit. Bei den Kapybaras kehrt schnell wieder Ruhe ein. Die in Familiengruppen lebenden Nagetiere verbringen die meiste Zeit im oder am Wasser. Sie sind exzellente Schwimmer und Taucher und finden im Tiefland von Guyana beste Lebensbedingungen.
In diesem Jahr geht die Trockenheit rund 4 Wochen früher als sonst schon Anfang März zu Ende. Die Wasserflächen dehnen sich aus. Für das Team bedeutet das vor allem nasse Füße. Eine mühselige Angelegenheit mit dem schweren Gepäck auf dem Rücken. Die Chancen stehen ziemlich schlecht, hier im größer werdenden Wasserlabyrinth eine riesige Anaconda zu finden. Zwar sind die Tiere nicht wirklich selten, aber mit ihrer grünlich-braunen Farbe gut getarnt. Eine sonnenbadende Anaconda ist ein echter Glücksfall. Doch sie bemerkt das Team, bevor sie selbst entdeckt wird. Anacondas sehen äußerst schlecht. Dafür nehmen sie ihre Umwelt über Wärmesensoren und einen feinen Sinn für Erschütterungen wahr. Rainer ist auf die Flucht ins Wasser vorbereitet. Die kleine Unterwasserkamera ist schnell zusammengesteckt und einsatzbereit. Die ausgereifte Technik bietet selbst bei schwierigen Bedingungen erstaunlich gute Bilder. Eine Videobrille dient dem Biologen als Bildschirm. Aus Erfahrung schätzt Bergomatz das Tier auf etwa 2,5 Meter. Es hat sich zwischen Pflanzenteile zurückgezogen und verhält sich völlig ruhig. Die Schlange ist weit entfernt von irgendwelchen Rekordmaßen. Von Monster keine Spur. Doch das wird sich hoffentlich bald ändern. Rainer und Mike sind mit Mr. Theodore, einem alten einheimischen Indianer, verabredet. Er weiß, wo die wahren Giganten zu finden sind. Mr. Theodore hatte ein Erlebnis der besonderen Art und erkennt die Gegend wie seine Westentasche. Er ist überzeugt, in seiner Jugend einer Monster-Anaconda begegnet zu sein. Es sind gerade die Berichte der Einheimischen, die den Mythos der menschenverschlingenden Riesenschlangen immer wieder am Leben halten. Und doch können diese Menschen mit ihrem Wissen und ihren Beobachtungen viel dazu beitragen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ja, ich kann euch erzählen, wie es damals war. Ich erinnere mich, es war vor 60 Jahren. Wir hatten jede Menge Rinder. Und dann begannen einzelne Rinder zu verschwinden, die anderen wurden scheu. Zuerst dachte ich, es wäre ein Jaguar in der Nähe. Aber ich fand nie einen Kadaver, obwohl weiterhin Kühe verschwanden. Dann beschlossen mein Bruder und ich, dem Rinderdieb aufzulauern. Als wir zum Ichipon kamen, sahen wir eine breite Spur, die ins Wasser führte. Die jungen Männer waren sich nicht einig, wie sie die Abdrücke deuten sollten. Sie suchten das Ufer nach weiteren Hinweisen ab, aber ohne Erfolg. Schließlich entschlossen sie sich zu warten. Dem jungen Theodor war die Sache nicht geheuer, aber er wollte auch nicht als Feigling vor seinem Bruder dastehen. Wir haben lange gewartet, ohne dass etwas passiert wäre. Dann sah ich eine Schildkröte. Ich packte sie und rief zu meinem Bruder: Schau mal, unser Mittagessen. Und dann geschah das Unglaubliche. Nur die schnelle Reaktion des Bruders konnte das Schlimmste verhindern. Wenn ihr eine richtig große Anaconda finden wollt, müsst ihr zum Ichipon. Da werdet ihr sie finden. Irgendwo da draußen, unzugänglich zwischen Sümpfen und dichtem Wald, liegt der Ichipon. Zu Fuß oder mit dem Wagen kommt man dort nicht hin. Hilfe verspricht ein befreundeter und erfahrener Leichtfliegerpilot. Jan-Peter Mewis lebt als Fluglehrer seit vielen Jahren im Land. Er kommt von einem ersten Erkundungsflug zurück und hat eine Ahnung, wo es sich lohnt, genauer zu suchen. Sehr interessante Gegend. Ja? Ja.
Lass uns gerade mal gucken, wo ich war. Okay, wir sind jetzt hier und ich bin bis zu dieser Anhöhe rumgeflogen hier. Mhm. Und hier scheint es so zu sein, als wenn der ganze Wald sich lichtet und es wird so eine Sumpflandschaft ohne Bäume. Mhm. Ja. Ich schätze, das sind irgendwo so an dieser Stelle gewesen. Wir müssen mal gucken, von hier nach da. Lass mal auf den Maßstab schauen. Etwa so 5 Meilen. Okay, auf geht's. Alle Hoffnungen richten sich jetzt auf eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem Piloten und der Bodenstation. Jan von Marion. Base von Jan, laut und klar. Hallo Jan. Also ich bin jetzt soweit. Nicht nur Funk verbindet beide. Auch die an dem Leichtflieger montierte Kamera sendet Bilder nach unten auf den Laptop. So kann Marion sich ebenfalls einen Eindruck von der Landschaft verschaffen und Jan-Peter zu den interessanten Punkten dirigieren. Würdest du sagen, das ist das? Zwischen dem Wald tauchen jetzt immer häufiger offene Wasserflächen auf. Das muss der gesuchte Itchy Pond sein. Damit verabschiedet sich der Leichtflieger. So weit wie möglich fährt das Team an den Itchy Pond heran. Dort, wo es am Rand des Sumpfwaldes nicht mehr weitergeht, eine spannende Premiere. Die Drohne, eine spezielle Entwicklung der Naturfilmer. Aufgrund ihrer guten Ortskenntnis haben sie mit den Schwierigkeiten der unzugänglichen Landschaft gerechnet und alles auf die Karte Technik gesetzt. Die Drohne ist ein Modellhubschrauber, der zusätzlich mit Kameras, Entfernungsmesser und GPS-Sender ausgerüstet ist. Gesteuert wird die Drohne über einen speziellen Handschuh an Marions rechter Hand. Eine gezielte Bewegung, ein Knopfdruck und schon ändert die Drohne ihre Richtung. Das Bild, das die Kamera aufzeichnet, sieht Marion im Mini-Bildschirm der Videobrille. So kann sie den Bildausschnitt genau einstellen. Gespannt verfolgen die anderen den Start. Vom Camp aus erhält Marion die Richtungsvorgaben. Sie werden aus den GPS-Daten, die die Drohne sendet, errechnet. Marion, rechts. Noch mehr rechts. Jetzt geradeaus. Der erste Einsatz läuft reibungslos. Was hier so spielerisch aussieht, hat viele Stunden unermüdliche Entwicklungsarbeit gekostet. Die Steuerung nach GPS-Daten ist äußerst kompliziert. Insbesondere für den Piloten bedeutet jeder Flug eine hohe Konzentrationsleistung. Auf dem Weg zum Itchy Pond taucht ein Tapir auf. Eine günstige Gelegenheit, die Technik zur Größenerfassung zu testen. Rainer gibt schnell die notwendigen Befehle ein. Und bevor sich der Tapir weit draußen aus dem Staub macht, sind seine Daten gesichert. Annähernde Größe 2,5 Meter. Der Test ist bestanden. Weiter geht's zum eigentlichen Ziel, dem Itchy Pond. Der alte Indianer Theodore behält recht. Der große See ist tatsächlich Heimat der grünen Anaconda. Sie ist nicht nur die größte der 4 vorkommenden Arten, sondern tatsächlich die größte Schlange der Welt. Mehr als 9 Meter lang sollen die mächtigen Tiere werden. Wahrheit oder Mythos? Das Team will es wissen. Die Anaconda ist wie alle Schlangen taub. Sie kann den Helikopter nicht hören. Aber sie nimmt die Vibrationen wahr. Grund genug, erst einmal abzutauchen. Doch der Pond bietet mit seiner ausgedehnten Wasserfläche so günstige Bedingungen, dass es geradezu von großen Schlangen wimmelt. Dass Anacondas durchaus in Gruppen vorkommen, berichten die Einheimischen. Hier können die Daten für die Wissenschaft bestätigt werden. Ob allerdings die legendäre Riesenschlange hier zu finden ist, muss erst noch bewiesen werden. Alle sind gespannt. Die Drohne macht einen erneuten Anflug.
Marion versucht, die beste Position zur Vermessung zu finden. Jetzt sind wieder die Computerspezialisten an der Reihe. Auch diesmal funktioniert die Technik einwandfrei. Das Ergebnis bleibt enttäuschend. Nur 5,5 Meter. Okay, Marion, flieg zur anderen Seite. Wir suchen weiter. Eine ganze Zeit lang scheint das System tatsächlich perfekt zu funktionieren. Doch dann gerät die Drohne außer Kontrolle. Marion, ich habe hier eine Warnmeldung. In den nächsten Minuten überschlagen sich die Meldungen. Hektik breitet sich aus. Es ist wirklich etwas schiefgegangen. Schließlich bricht der Datentransfer völlig zusammen. Und Rainer bittet Marion, zur Station zurückzukommen. We don't have any waiting, Marion. Can you come back, please, Marion? Oh shit. Keiner im Team weiß genau, was los ist. Hat die Fernsteuerung versagt? Oder war einfach nur das System überlastet? Eine Kamera scheint noch zu laufen. Zumindest erscheint wieder ein Bild auf dem Monitor. Offensichtlich liegt die Drohne mittlerweile am Boden. Auch die Sendung der GPS-Daten ist unterbrochen. Völlig unklar, wo sich das wertvolle Fluggerät genau befindet. Fassungslos muss das Team mit ansehen, wie die letzten Bilder aufgezeichnet werden. Dann ist auch der Akku leer. Doch so leicht geben die vier nicht auf. Am zugänglichen Rand des Sumpfes hoffen sie, die Drohne zu finden. Eine Suche ohne Aussicht auf Erfolg, die sie schließlich erschöpft aufgeben müssen. Auch wenn das tropische Tiefland Guyanas über weite Regionen ein sehr wasserreiches Gebiet ist, so gibt es dennoch Bereiche, wo Tümpel immer wieder trocken fallen. Riesenanakondas sind dort selten anzutreffen. Noch findet dieses alte Anaconda-Weibchen genügend Wasser, um sich abzukühlen. Im schlammigen Tümpel lässt sich das riesige Gewicht von schätzungsweise 80 bis 100 Kilo besser tragen. Und auch das Atmen fällt hier leichter. Um Nahrung muss sich das Tier in nächster Zeit offensichtlich nicht kümmern. Anacondas fressen nur wenige Male in einem Jahr. Die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel. In den nächsten Tagen ist das Wasser verschwunden. In einigen Gebieten graben sich Anacondas möglichst tief in den feuchten Schlamm ein. Oder sie suchen Schutz in feuchtkühlen Höhlen, unter Wurzeln und Baumstämmen. Auch ist bekannt, dass manche Anacondas weite Wanderungen unternehmen, wenn ihr angestammtes Revier völlig austrocknet. Überleben wird hier jetzt eine Sache für Spezialisten. Ein Funken genügt, um die trockene Savanne zu entzünden. Am Himmel warten schon die Greifvögel auf ihre Opfer. Die Vögel ziehen ihren Vorteil aus dem Schaden derer, die dem Feuer nicht schnell genug entkommen können. Vor allem Kleinsäuger und Myriaden von Insekten suchen ihr Heil in der Flucht. Kein Wunder, dass in Regionen, die nur saisonal über weite Wasserflächen verfügen, die wirklich großen Anacondas eher selten zu finden sind. Nicht umsonst wird die Anaconda von den Indianern Yaku Mama, Mutter des Wassers, genannt. Am Rand der großen Flüsse, ihrer Altarme und in den angrenzenden Waldgebieten sollten sich für das Team von Rainer Bergomatz ideale Voraussetzungen finden, die wirklichen Riesen zu entdecken. Die Suche in den Savannen und Sümpfen haben sie abgebrochen. Gut 2 Tage sind die vier unterwegs zum Buruburu-Fluss im Süden Guyanas.
Sie wollen möglichst tief in die Wildnis vorstoßen. In der Einsamkeit ist die Chance am größten. Anacondas lieben die Abgeschiedenheit. Vom Boot aus entgeht ihnen vieles, was sich dicht hinter dem Ufer im Wald ereignet. Das Agouti-Paca, ein etwa hundegroßer Pflanzenfresser, hat einer Anaconda nichts entgegenzusetzen. Die kurzsichtige Schlange erschnüffelt das Agouti-Paca mit ihrer Zunge. Wäre sie wirklich hungrig, hätte das kleine Tier kaum Chancen. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde packt die Schlange im Ernstfall zu. Das Reh wäre ebenfalls ein mundgerechter Happen. Es wird erzählt, dass Anacondas sogar in der Lage sind, Rinder zu verschlingen. Bullentöter werden sie deshalb auch genannt. Der Wald ist zu dieser Stunde aber Bühne für ein ganz außergewöhnliches Schauspiel. Eine Anaconda bringt gerade ihren Nachwuchs zur Welt. In einem seichten Tümpel gleiten die Jungen aus dem mütterlichen Körper. Lebend und voll entwickelt. Etwa 7 Monate hat das Weibchen bis zu 80 Eier in sich getragen. Während der gesamten Schwangerschaft hat sie gefastet und bis zu 20% an Gewicht verloren. Sich von Nabelschnur und Eihäuten zu befreien, bedeutet für die Kleinen eine große Anstrengung. Die Jungtiere sind von Anfang an selbstständig. Ihre Mutter kümmert sich nicht um sie. Anaconda-Babys sind die Riesen unter den jungen Schlangen. Abhängig von der Größe der Mutter können sie bis zu 90 cm lang sein. Trächtigkeit und Geburt nehmen eine Anaconda so sehr mit, dass sie, zumindest in Gebieten, die ihr keine optimalen Lebensbedingungen bieten, nur alle 2 Jahre Junge bekommt. Das Weibchen braucht einige Tage, um sich zu erholen. Die meisten Jungen haben sich bereits davongemacht. Nur noch einige kriechen um die Mutter. Die ersten Jahre werden wenige überleben. Mittlerweile hat auch das Team den Oberlauf des Buruburu-Flusses erreicht. Doch sie wollen noch weiter hinauf. Das Gebiet ist nicht besiedelt. Nur kleine Gruppen von Einheimischen kommen regelmäßig zum Jagen und Fischen hierher. Die beiden Indianer sind seit einer Woche unterwegs. Sie beschaffen Nahrung auf Vorrat. Anacondas sehen sie häufig. Es sind hier Allerweltstiere. Erst vor ein paar Tagen, so erzählen sie, haben sie eine sehr große Anaconda gesehen. Sie war besonders mächtig. Das hört sich gut an. Die Expedition scheint auf dem richtigen Weg. Viele seltene Tiere leben an den dicht bewaldeten Ufern des Buruburu-Flusses.
So trifft man den Mohrenkaiman hier durchaus noch häufig an. Er teilt sich den Lebensraum mit der Anaconda. Und die beiden sind nicht gerade Freunde. Je nach Größe frisst einer den anderen. Oft kommt es zu erbitterten Kämpfen. Die kleine Anaconda hat noch einmal Glück. Die Ankunft des Teams vertreibt den Kaiman. Yang, Rainer und Marion suchen die Anaconda, von der die Fischer erzählt haben. Orientierung scheint im dichten Regenwald fast unmöglich. Und doch können die drei auf moderne GPS-Hilfe verzichten. Yang ist hier groß geworden und weiß, wie man sich zurechtfindet. Er folgt den fast unsichtbaren Schnittmarken der beiden Fischer, die er noch nach Tagen im Unterholz erkennen kann. Einen großen Baum sollen sie finden. Da die Riesenschlangen sehr standorttreu sind, müsste das mächtige Tier noch dort zu finden sein. Schon der imposante Kopf lässt auf ein wirklich großes Exemplar schließen. Vorsicht ist geboten, solange man nicht weiß, wie die Schlange reagieren wird. Um die 6 Meter ergibt die Messung mit dem Zollstock. Genauer lässt sich die Länge nicht feststellen, solange das Tier lebt und mit den Muskeln spielt. Gefährlich wird dieser Gigant im Augenblick nicht. Es ist ein Weibchen, umringt von Jungtieren. Noch ist sie erschöpft von der anstrengenden Geburt. Der Nachwuchs ist dagegen mit Vorsicht zu behandeln. Ausgesprochen aggressiv und bissig verhalten sich diese Miniaturausgaben der Monsterschlange. Die Suche geht weiter. Der Weg wird immer beschwerlicher. Die grüne Hölle. Ein Ort, wo Mythen entstehen. So sollen einst Indianer auf der Suche nach neuen Siedlungsflächen auf eine unüberwindbar hohe, glänzende Mauer gestoßen sein. Sie beschlossen, an ihr entlang zu gehen, in der Hoffnung, irgendwo eine Lücke zu entdecken. Nach 2 Tagen erreichten sie endlich das Ende, das riesige Haupt einer Anaconda. Die Mauer im Urwald war der gigantische Körper einer Schlange. Das Team kennt all diese Geschichten. Und nur der Traum, dem Mythos der Riesenanaconda auf die Spur zu kommen, treibt sie weiter an. Endlich öffnet sich über ihnen das undurchdringliche Kronendach und der Wasserweg wird wieder etwas breiter. Ein Tapir bricht aus dem Uferdickicht. Er ist einer der Riesen im Regenwald. Der Puma ist noch jung und unerfahren, sonst wüsste er, dass mit einem Tapir nicht gut Kirschen essen ist. Er versucht, trockenen Fußes näher heranzukommen. Pumas lieben das Wasser nicht allzu sehr. Doch er hat keine Chance, den Tapir zu erwischen. Mit dem Ende der Trockenzeit verwandeln sich die großen Flüsse des Tieflandes von Guyana zusammen mit den Altarmen in weite Wasserlandschaften. Nach den Strapazen im dichten Regenwald ist das Vorankommen hier eine angenehme Abwechslung. In dieser menschenleeren Region gibt es das ganze Jahr über Wasser, das eine Vielzahl von Tieren anlockt. Riesenotter finden hier immer genug Fische.
Jetzt sind sie aufgeregt und wollen durch ihr Auf- und Abtauchen die Eindringlinge vertreiben. Teppiche von Amazonas-Riesenseerosen bedecken weite Wasserflächen. Ihre Blätter können bis zu 40 Kilogramm tragen. Das Team lässt sich von der ruhigen Stimmung anstecken. Es ist heiß und schwül. Jeder schaut vor sich hin. Die kleine Anaconda auf dem Seerosenblatt löst keine Begeisterungsstürme aus. Mehr aus Routine setzt Mike sein Spezialfernglas ein. Aus Bild und eingebautem Entfernungsmesser lässt sich die Größe errechnen. Mit unter 3 Metern könnte dieses Tier ein Männchen gewesen sein. Vermutlich ist der Unterschied der Geschlechter bei keinem Landwirbeltier so groß wie bei der grünen Anaconda. Die wirklich großen Exemplare sind immer Weibchen. Im schlammigen Wasser zwischen den Blättern ist das Tier praktisch unsichtbar. Nur der Kopf ragt heraus. Niemand im Team bemerkt, was hinter ihnen am Ufer vor sich geht. Alle beobachten das Männchen, das sich zwischen den Wasserpflanzen schlängelt. Sie wartet in Lauerstellung, bis Beute kommt. Und schlägt dann blitzschnell zu. Zubeißen, umschlingen, töten ist die sichere Reihenfolge. Mit dem Fressen lässt sie sich dann viel Zeit. Anacondas sind keine blutrünstigen Monster. Nach ihren Mahlzeiten liegen sie oft monatelang träge herum und verdauen. Rainer und Marion ahnen nicht, dass sie einer großen Anaconda ganz nah sind. Sie bereiten ihren nächsten Einsatz vor. Was wie ein Spielzeug aussieht, ist in Wirklichkeit vollgepackt mit teurer Präzisionstechnik. Das kleine, fernzusteuernde U-Boot trägt nicht nur eine Kamera. Ein Sender bringt die Bilder von den Tiefen des Sees nach oben auf den Laptop. Was immer sich dort unten verbirgt, es wird für die Wissenschaft nicht unentdeckt bleiben. Majestätisch gleitet eine Arau-Schildkröte durchs Wasser. Sie ist eine der größten Süßwasserschildkröten der Welt. Ihr Panzer kann bis zu 1 Meter lang werden. Neugierig schaut sie in die Kamera und zieht dann wieder ihre Wege. Als nächstes schwimmt eine Fransenschildkröte vor die Linse. Die Hautfetzen dienen als Tarnung zwischen Seegras und abgestorbenen Blättern. Meist liegt sie regungslos am Boden. Ihre Nahrung sind Fische, denen sie auflauert. Dem Boot gegenüber zeigt sie wenig Interesse und macht sich schnell davon. Das sieht nicht gut aus. Das Boot hängt fest, kommt nicht mehr vor noch zurück. Einen weiteren Verlust kann sich das Team nicht leisten. Die Technik hat bisher enttäuschend wenig gebracht. Doch es hätte schlimmer kommen können. Nach dem ersten Schreck tut Marion spontan etwas, das jedem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sie schwimmt auf die riesige Anaconda zu. Es kommt zu einer Begegnung, die die junge Frau nie mehr im Leben vergessen wird. Niemand weiß, wie sich die Riesenschlangen unter Wasser verhalten. Marion wird von einer friedlichen und völlig entspannten Schlange berichten. Auf die Frage, wie groß dieses mächtige Tier wohl war, wird sie später sagen, weit über 8 Meter. Die größte Anaconda, der sie jemals begegnet ist. Mythos oder Wahrheit? Diese Frage tritt für Marion in den Hintergrund. Die folgenden Nächte stehen im Zeichen der Riesenschlangen.
Die Gegend rund um den See hat sich als so vielversprechend erwiesen, dass das Team hier seine letzten Trümpfe einsetzen will. Anacondas sind auch nachts aktiv. Entsprechend angepasst ist die Technik. Young und Marion arbeiten mit einem kleinen ferngesteuerten Wagen. Eine winzige Kamera liefert das Bild. Young steuert das Gefährt mit GPS-Signalen und nach Sicht der Videobrille. Eine eingebaute Infrarotkamera erkennt die Wärmestrahlung von Lebewesen. Die gelben und roten Bereiche sind warm. Blau steht für kühle und kalte Stellen. Auch die Anaconda verfügt über einen solchen Wärmesinn und spürt so ihre Beute auf. Den kalten Wagen aber wird sie nicht bemerken. Eine Möglichkeit also, sich der Schlange zu nähern. Nicht weit entfernt haben sich Rainer und Mike auf einer Plattform mitten in einem Tümpel positioniert und verschaffen sich erst einmal einen Überblick. Sie werden versuchen, die Anaconda mit einem Trick aus dem Wasser zu locken. Doch bisher halten sich zumindest die Schlangen im Verborgenen. Der kleine Wagen macht seine Sache unterdessen gut. Sein erstes Objekt ist eine Herde von Nabelschweinen. Sie lassen sich von dem seltsamen Besucher nicht weiter stören und stöbern weiter nach Nahrung. Es lohnt sich durchaus, die Schweine im Auge zu behalten, denn sie gehören zu den typischen Beutetieren einer Anaconda. So etwa müsste die Schlange die Tiere wahrnehmen, wenn sie denn da wäre. Action auf der Plattform. Ein Seil muss über die Wasserfläche gespannt werden, möglichst lautlos, damit die Falle nicht vorzeitig enttarnt wird. Ein künstliches Beutetier soll die Schlange anlocken. Anacondas sind bekannt dafür, dass sie sich auch blitzschnell aus dem Wasser katapultieren können, um zuzuschnappen. Der kleine Stoffaffe muss als Köder herhalten. Er bekommt einen warmen Bauch. So müsste es klappen. Ein kurzer Check, ob die Infrarotkamera auch funktioniert. Alles bestens. Die Temperaturmessung ergibt exakte 37 Grad. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Sobald der Lockvogel über dem Wasser hängt, heißt es nur noch warten. Tatsächlich macht sich dort unten eine mächtige Anaconda auf den Weg. Eine der Echsen war offensichtlich schneller. Experiment geglückt, wenn auch mit einem Sieger zweiter Wahl. Die Beute schmeckt ihm nicht. Der Miniaturgeländewagen ist weiter unterwegs. Young steuert ihn kreuz und quer durch das Unterholz, bisher ohne den wirklich großen Erfolg. Ende. Aus. Nichts geht mehr. Vielleicht liefert die Wärmebildkamera eine Erklärung. Nichts. Das Bild bleibt leer. Erst ein zusätzlicher Scheinwerfer zeigt, was den Wagen aufgehalten hat. Eine kleine Anaconda. Zwar bei Weitem kein Monstertier, aber das stört die beiden jetzt nicht. Hauptsache, Schlange gefunden. Vielleicht kann man ja noch hinterherfahren und herausfinden, wohin sie will. Wahrscheinlich handelt es sich um ein männliches Tier. Zielstrebig wandert das Kriechtier durch den Wald, als folge es einer unsichtbaren Spur.
Im ersten Morgenlicht ist das Anaconda-Männchen immer noch unterwegs. Sein häufiges Züngeln lässt vermuten, dass es einem ganz besonderen Duft auf der Spur ist. Auch wenn die männlichen Tiere der großen Anaconda nur bis zu 3 Meter lang werden, sind es doch imposante Tiere. Der kleine Wagen hat durchgehalten. Das Team folgt in sicherem Abstand und wird Zeuge eines der faszinierendsten Schauspiele, die sich im tropischen Tiefland Guyanas jedes Jahr zum Ende der Trockenzeit abspielen. Mehr als 10 Männchen versammeln sich bei einem einzigen weiblichen Tier. Ihre Pheromone haben ihnen den oft weiten Weg gewiesen. So verknotet können sie Tage, vielleicht Wochen lang im sogenannten Paarungsknäuel aushalten. Das mächtige, majestätische Weibchen, umgeben von vielen zierlichen Bewerbern. Wer letztlich zum Zuge kommt, weiß niemand. Und niemand denkt jetzt noch an irgendwelche Längenrekorde. Ermittelt mit Hilfe modernster Geräte. Letztendlich ist die unmittelbare Begegnung mit der größten Schlange der Welt der eigentliche Erfolg dieser Expedition. Erst wenn das Weibchen genug hat, löst sie das Knäuel auf. Eine vielköpfige Hydra. Ein endloser Schlangenkörper. Ist das vielleicht der Ursprung des Mythos, des alles verschlingenden Monsters? Wurzeln und Baumstämmen. Auch ist bekannt, dass manche Anacondas weite Wanderungen unternehmen, wenn ihr angestammtes Revier völlig austrocknet. Überleben wird hier jetzt eine Sache für Spezialisten. Ein Funken genügt, um die trockene Savanne zu entzünden. Am Himmel warten schon die Greifvögel auf ihre Opfer. Die Vögel ziehen ihren Vorteil aus dem Schaden derer, die dem Feuer nicht schnell genug entkommen können. Vor allem Kleinsäuger und Myriaden von Insekten suchen ihr Heil in der Flucht. Kein Wunder, dass in Regionen, die nur saisonal über weite Wasserflächen verfügen, die wirklich großen Anacondas eher selten zu finden sind. Nicht umsonst wird die Anaconda von den Indianern Yaku Mama, Mutter des Wassers, genannt. Am Rand der großen Flüsse, ihrer Altarme und in den angrenzenden Waldgebieten sollten sich für das Team von Rainer Bergomatz ideale Voraussetzungen finden, die wirklichen Riesen zu entdecken. Die Suche in den Savannen und Sümpfen haben sie abgebrochen. Gut 2 Tage sind die 4 unterwegs zum Buruburu-Fluss im Süden Guyanas. Sie wollen möglichst tief in die Wildnis vorstoßen. In der Einsamkeit ist die Chance am größten. Anacondas lieben die Abgeschiedenheit. Vom Boot aus entgeht ihnen vieles, was sich dicht hinter dem Ufer im Wald ereignet.
Das Agutipaca, ein etwa hundegroßer Pflanzenfresser, hat einer Anaconda nichts entgegenzusetzen. Die kurzsichtige Schlange erschnüffelt das Agutipaca mit ihrer Zunge. Wäre sie wirklich hungrig, hätte das kleine Tier kaum Chancen. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde packt die Schlange im Ernstfall zu. Das Reh wäre ebenfalls ein mundgerechter Happen. Es wird erzählt, dass Anacondas sogar in der Lage sind, Rinder zu verschlingen. Bullentöter werden sie deshalb auch genannt. Der Wald ist zu dieser Stunde aber Bühne für ein ganz außergewöhnliches Schauspiel. Eine Anaconda bringt gerade ihren Nachwuchs zur Welt. Mehrere hundert Vogelarten sind hier zu Hause. Und in den dichten Wäldern leben seltene Katzen wie der Ozelot. Die zahlreichen Wasserwege sind das Reich der Kaimane. Erstes Ziel unseres Teams ist ein kleines Dorf. Der Weg führt vorbei an einem Savannensee. Dorthin sollten sich die wasserliebenden Schlangen bei anhaltender Trockenheit eigentlich zurückziehen. Kreisende Geier erregen immer Aufmerksamkeit. Schwarze Truthahngeier haben den Kadaver als erste gerochen. Die Königsgeier sind ihnen gefolgt. Wesentlich größer und kräftiger als ihre schwarze Verwandtschaft übernehmen sie das Öffnen der Kadaverhaut. Die große Anaconda bietet für alle genug, um satt zu werden. Mit vollem Kopf fällt der Abflug nicht unbedingt leicht. Selbst der mächtige Flügelapparat von 2 Metern Spannweite muss enorme Kraft aufwenden. Am Schlangenkadaver wird es allmählich ruhiger. Endlich Gelegenheit, die Anaconda näher zu untersuchen. Bei dem toten Tier ist technischer Aufwand nicht nötig. Ein einfaches Maßband reicht dem Biologen Rainer Bergomatz aus, um die Schlange vom Kopf bis zur Schwanzspitze zu vermessen. Marion Pöllmann, die Fachfrau für die Technik, notiert. Mit 5 Metern gehört dieses Tier schon zu den größeren Exemplaren. Mehr als 300 dünne Rippen ragen in den Himmel. Viel Stabilität für den massigen Schlangenkörper können diese zarten Gebilde nicht liefern. Kein Wunder, dass sich die Anaconda an Land recht hilflos und langsam bewegt. Die Wasserschweine sind trotzdem auf der Hut. Sie gehören immerhin zu den beliebtesten Beutetieren der Riesenschlange. Diesmal besteht allerdings keine Gefahr. Die grüne Anaconda ist offensichtlich vollgefressen und verspürt keinen weiteren Appetit. Bei den Capybaras kehrt schnell wieder Ruhe ein. Die in Familiengruppen lebenden Nagetiere verbringen die meiste Zeit im oder am Wasser. Sie sind exzellente Schwimmer und Taucher und finden im Tiefland von Guyana beste Lebensbedingungen. Am Himmel warten schon die Greifvögel auf ihre Opfer. Die Vögel ziehen ihren Vorteil aus dem Schaden derer, die dem Feuer nicht schnell genug entkommen können. Vor allem Kleinsäuger und Myriaden von Insekten suchen ihr Heil in der Flucht. Kein Wunder, dass in Regionen, die nur saisonal über weite Wasserflächen verfügen, die wirklich großen Anacondas eher selten zu finden sind. Nicht umsonst wird die Anaconda von den Indianern Yaku Mama, Mutter des Wassers, genannt. Am Rand der großen Flüsse, ihrer Altarme und in den angrenzenden Waldgebieten sollten sich für das Team von Rainer Bergomatz ideale Voraussetzungen finden, die wirklichen Riesen zu entdecken.
Die Suche in den Savannen und Sümpfen haben sie abgebrochen. Gut 2 Tage sind die 4 unterwegs zum Boroboro-Fluss im Süden Guyanas. Sie wollen möglichst tief in die Wildnis vorstoßen. In der Einsamkeit ist die Chance am größten. Anacondas lieben die Abgeschiedenheit. Vom Boot aus entgeht ihnen vieles, was sich dicht hinter dem Ufer im Wald ereignet. Das Agutipaca, ein etwa hundegroßer Pflanzenfresser, hat einer Anaconda nichts entgegenzusetzen. Die kurzsichtige Schlange erschnüffelt das Agutipaca mit ihrer Zunge. Wäre sie wirklich hungrig, hätte das kleine Tier kaum Chancen. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde packt die Schlange im Ernstfall zu. Das Reh wäre ebenfalls ein mundgerechter Happen. Es wird erzählt, dass Anacondas sogar in der Lage sind, Rinder zu verschlingen. Bullentöter werden sie deshalb auch genannt. Der Wald ist zu dieser Stunde aber Bühne für ein ganz außergewöhnliches Schauspiel. Eine Anaconda bringt gerade ihren Nachwuchs zur Welt. In einem seichten Tümpel gleiten die Jungen aus dem mütterlichen Körper. Lebend und voll entwickelt. Rosen bedecken weite Wasserflächen. Ihre Blätter können bis zu 40 Kilogramm tragen. Das Team lässt sich von der ruhigen Stimmung anstecken. Es ist heiß und schwül. Jeder schaut vor sich hin. Die kleine Anaconda auf dem Seerosenblatt löst keine Begeisterungsstürme aus. Mehr aus Routine setzt Mike sein Spezialfernglas ein. Aus Bild und eingebautem Entfernungsmesser lässt sich die Größe errechnen. Mit unter 3 Metern könnte dieses Tier ein Männchen gewesen sein. Vermutlich ist der Unterschied der Geschlechter bei keinem Landwirbeltier so groß wie bei der grünen Anaconda. Die wirklich großen Exemplare sind immer Weibchen. Im schlammigen Wasser zwischen den Blättern ist das Tier praktisch unsichtbar. Nur der Kopf ragt heraus. Niemand im Team bemerkt, was hinter ihnen am Ufer vor sich geht. Alle beobachten das Männchen, das sich zwischen den Wasserpflanzen schlängelt. Sie wartet in Lauerstellung, bis Beute kommt. Und schlägt dann blitzschnell zu. Zubeißen, umschlingen, töten ist die sichere Reihenfolge. Mit dem Fressen lässt sie sich dann viel Zeit. Anacondas sind keine blutrünstigen Monster. Nach ihren Mahlzeiten liegen sie oft monatelang träge herum und verdauen. Rainer und Marion ahnen nicht, dass sie einer großen Anaconda ganz nah sind. Sie bereiten ihren nächsten Einsatz vor. Was wie ein Spielzeug aussieht, ist in Wirklichkeit vollgepackt mit teurer Präzisionstechnik. Das kleine, fernzusteuernde U-Boot trägt nicht nur eine Kamera. Ein Sender bringt die Bilder von den Tiefen des Sees nach oben auf den Laptop. Was immer sich dort unten verbirgt, es wird für die Wissenschaft nicht unentdeckt bleiben. Majestätisch gleitet eine Arau-Schildkröte durchs Wasser. Sie ist eine der größten Süßwasserschildkröten der Welt. Ihr Panzer kann bis zu 1 Meter lang werden. Neugierig schaut sie in die Kamera und zieht dann wieder ihre Wege.
Als nächstes schwimmt eine Fransenschildkröte vor die Linse. Das Gebiet ist nicht besiedelt. Nur kleine Gruppen von Einheimischen kommen regelmäßig zum Jagen und Fischen hierher. Die beiden Indianer sind seit einer Woche unterwegs. Sie beschaffen Nahrung auf Vorrat. Anacondas sehen sie häufig. Es sind hier Allerweltstiere. Erst vor ein paar Tagen, so erzählen sie, haben sie eine sehr große Anaconda gesehen. Sie war besonders mächtig. Das hört sich gut an. Die Expedition scheint auf dem richtigen Weg. Viele seltene Tiere leben an den dicht bewaldeten Ufern des Boroboro-Flusses. So trifft man den Mohrenkaiman hier durchaus noch häufig an. Er teilt sich den Lebensraum mit der Anaconda. Und die beiden sind nicht gerade Freunde. Je nach Größe frisst einer den anderen. Oft kommt es zu erbitterten Kämpfen. Die kleine Anaconda hat noch einmal Glück. Die Ankunft des Teams vertreibt den Kaiman. Yang, Rainer und Marion suchen die Anaconda, von der die Fischer erzählt haben. Orientierung scheint im dichten Regenwald fast unmöglich. Und doch können die drei auf moderne GPS-Hilfe verzichten. Yang ist hier groß geworden und weiß, wie man sich zurechtfindet. Er folgt den fast unsichtbaren Schnittmarken der beiden Fischer, die er noch nach Tagen im Unterholz erkennen kann. Einen großen Baum sollen sie finden. Da die Riesenschlangen sehr standorttreu sind, müsste das mächtige Tier noch dort zu finden sein. Schon der imposante Kopf lässt auf ein wirklich großes Exemplar schließen. Vorsicht ist geboten, solange man nicht weiß, wie die Schlange reagieren wird. Um die 6 Meter ergibt die Messung mit dem Zollstock. Genauer lässt sich die Länge nicht feststellen, solange das Tier lebt und mit den Muskeln spielt. Gefährlich wird dieser Gigant im Augenblick nicht. Es ist ein Weibchen, umringt von Jungtieren. Noch ist sie erschöpft von der anstrengenden Geburt. Sonnenbadende Anaconda ist ein echter Glücksfall. Doch sie bemerkt das Team, bevor sie selbst entdeckt wird. Anacondas sehen äußerst schlecht. Dafür nehmen sie ihre Umwelt über Wärmesensoren und einen feinen Sinn für Erschütterungen wahr. Rainer ist auf die Flucht ins Wasser vorbereitet. Die kleine Unterwasserkamera ist schnell zusammengesteckt und einsatzbereit. Die ausgereifte Technik bietet selbst bei schwierigen Bedingungen erstaunlich gute Bilder. Eine Videobrille dient dem Biologen als Bildschirm. Aus Erfahrung schätzt Bergomatz das Tier auf etwa 2,5 Meter. Es hat sich zwischen Pflanzenteile zurückgezogen und verhält sich völlig ruhig. Die Schlange ist weit entfernt von irgendwelchen Rekordmaßen. Von Monster keine Spur. Doch das wird sich hoffentlich bald ändern. Rainer und Mike sind mit Mr. Theodore, einem alten einheimischen Indianer, verabredet. Er weiß, wo die wahren Giganten zu finden sind. Mr. Theodore hatte ein Erlebnis der besonderen Art und erkennt die Gegend wie seine Westentasche. Er ist überzeugt, in seiner Jugend einer Monster-Anaconda begegnet zu sein. Es sind gerade die Berichte der Einheimischen, die den Mythos der menschenverschlingenden Riesenschlangen immer wieder am Leben halten. Und doch können diese Menschen mit ihrem Wissen und ihren Beobachtungen viel dazu beitragen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Yes, I can tell you this story. Ja, ich kann euch erzählen, wie es damals war. Ich erinnere mich, es war vor 60 Jahren. Wir hatten jede Menge Rinder. Und dann begannen einzelne Rinder zu verschwinden, die anderen wurden scheu. Zuerst dachte ich, es wäre ein Jaguar in der Nähe, aber ich fand nie einen Kadaver, obwohl weiterhin Kühe verschwanden. Dann beschlossen mein Bruder und ich, dem Rinderdieb aufzulauern. Als wir zum Ichipon kamen, sahen wir eine breite Spur, die ins Wasser führte. Die jungen Männer waren sich nicht einig, wie sie die Abdrücke deuten sollten. Sie suchten das Ufer nach weiteren Hinweisen ab, aber ohne Erfolg. Schließlich entschlossen sie sich zu warten. Dem jungen Theodor war die Sache nicht geheuer, da er das mit einem Tapir nicht gut Kirschen essen ist. Er versucht, trockenen Fußes näher heranzukommen. Pumas lieben das Wasser nicht allzu sehr. Doch er hat keine Chance, den Tapir zu erwischen. Mit dem Ende der Trockenzeit verwandeln sich die großen Flüsse des Tieflandes von Guyana zusammen mit den Altarmen in weite Wasserlandschaften. Nach den Strapazen im dichten Regenwald ist das Vorankommen hier eine angenehme Abwechslung. In dieser menschenleeren Region gibt es das ganze Jahr über Wasser, das eine Vielzahl von Tieren anlockt. Riesenotter finden hier immer genug Fische. Jetzt sind sie aufgeregt und wollen durch ihr Auf- und Abtauchen die Eindringlinge vertreiben. Teppiche von Amazonas-Riesenseerosen bedecken weite Wasserflächen. Ihre Blätter können bis zu 40 Kilogramm tragen. Das Team lässt sich von der ruhigen Stimmung anstecken. Es ist heiß und schwül. Jeder schaut vor sich hin. Die kleine Anaconda auf dem Seerosenblatt löst keine Begeisterungsstürme aus. Mehr aus Routine setzt Mike sein Spezialfernglas ein. Aus Bild und eingebautem Entfernungsmesser lässt sich die Größe errechnen. Mit unter 3 Metern könnte dieses Tier ein Männchen gewesen sein. Vermutlich ist der Unterschied der Geschlechter bei keinem Landwirbeltier so groß wie bei der grünen Anaconda. Die wirklich großen Exemplare sind immer Weibchen. Im schlammigen Wasser zwischen den Blättern ist das Tier praktisch unsichtbar. Nur der Kopf ragt heraus. Niemand im Team bemerkt, was hinter ihnen am Ufer vor sich geht. Alle beobachten das Männchen, das sich zwischen den Wasserpflanzen schlängelt. Sie wartet in Lauerstellung, bis Beute kommt. Und schlägt dann blitzschnell zu. Zubeißen, umschlingen, töten ist die sichere Reihenfolge. Mit dem Fressen lässt sie sich dann viel Zeit. Anacondas sind... Die kleine Anaconda auf dem Seerosenblatt löst keine Begeisterungsstürme aus. Mehr aus Routine setzt Mike sein Spezialfernglas ein. Aus Bild und eingebautem Entfernungsmesser lässt sich die Größe errechnen. Mit unter 3 Metern könnte dieses Tier ein Männchen gewesen sein. Vermutlich ist der Unterschied der Geschlechter bei keinem Landwirbeltier so groß wie bei der grünen Anaconda. Die wirklich großen Exemplare sind immer Weibchen. Im schlammigen Wasser zwischen den Blättern ist das Tier praktisch unsichtbar. Nur der Kopf ragt heraus. Niemand im Team bemerkt, was hinter ihnen am Ufer vor sich geht. Alle beobachten das Männchen, das sich zwischen den Wasserpflanzen schlängelt.
Sie wartet in Lauerstellung, bis Beute kommt. Und schlägt dann blitzschnell zu. Zubeißen, umschlingen, töten ist die sichere Reihenfolge. Mit dem Fressen lässt sie sich dann viel Zeit. Anacondas sind keine blutrünstigen Monster. Nach ihren Mahlzeiten liegen sie oft monatelang träge herum und verdauen. Rainer und Marion ahnen nicht, dass sie einer großen Anaconda ganz nah sind. Sie bereiten ihren nächsten Einsatz vor. Was wie ein Spielzeug aussieht, ist in Wirklichkeit vollgepackt mit teurer Präzisionstechnik. Das kleine, fernzusteuernde U-Boot trägt nicht nur eine Kamera. Ein Sender bringt die Bilder von den Tiefen des Sees nach oben auf den Laptop. Was immer sich dort unten verbirgt, es wird für die Wissenschaft nicht unentdeckt bleiben. Majestätisch gleitet eine Arau-Schildkröte durchs Wasser. Sie ist eine der größten Süßwasserschildkröten der Welt. Ihr Panzer kann bis zu einem Meter lang werden. Neugierig schaut sie in die Kamera und zieht dann wieder ihre Wege. Als nächstes schwimmt eine Fransenschildkröte vor die Linse. Die Hautfetzen dienen als Tarnung zwischen Seegras und abgestorbenen Blättern. Meist liegt sie regungslos am Boden. Ihre Nahrung sind Fische, denen sie auflauert. Dem Boot gegenüber zeigt sie wenig Interesse und macht sich schnell davon. Gut zwei Tage sind die vier unterwegs zum Boroboro-Fluss im Süden Guyanas. Sie wollen möglichst tief in die Wildnis vorstoßen. In der Einsamkeit ist die Chance am größten. Anacondas lieben die Abgeschiedenheit. Vom Boot aus entgeht ihnen vieles, was sich dicht hinter dem Ufer im Wald ereignet. Das Agutipaca, ein etwa hundegroßer Pflanzenfresser, hat einer Anaconda nichts entgegenzusetzen. Die kurzsichtige Schlange erschnüffelt das Agutipaca mit ihrer Zunge. Wäre sie wirklich hungrig, hätte das kleine Tier kaum Chancen. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde packt die Schlange im Ernstfall zu. Das Reh wäre ebenfalls ein mundgerechter Happen. Es wird erzählt, dass Anacondas sogar in der Lage sind, Rinder zu verschlingen. Bullentöter werden sie deshalb auch genannt. Der Wald ist zu dieser Stunde aber Bühne für ein ganz außergewöhnliches Schauspiel. Eine Anaconda bringt gerade ihren Nachwuchs zur Welt. In einem seichten Tümpel gleiten die Jungen aus dem mütterlichen Körper. Lebend und voll entwickelt. Etwa 7 Monate hat das Weibchen bis zu 80 Eier in sich getragen. Während der gesamten Schwangerschaft hat sie gefastet und bis zu 20% an Gewicht verloren. Sich von Nabelschnur und Eihäuten zu befreien, bedeutet für die Kleinen eine große Anstrengung.
mit ihrer grünlich-braunen Farbe gut getarnt. Eine sonnenbadende Anaconda ist ein echter Glücksfall. Doch sie bemerkt das Team, bevor sie selbst entdeckt wird. Anacondas sehen äußerst schlecht. Dafür nehmen sie ihre Umwelt über Wärmesensoren und einen feinen Sinn für Erschütterungen wahr. Rainer ist auf die Flucht ins Wasser vorbereitet. Die kleine Unterwasserkamera ist schnell zusammengesteckt und einsatzbereit. Die ausgereifte Technik bietet selbst bei schwierigen Bedingungen erstaunlich gute Bilder. Eine Videobrille dient dem Biologen als Bildschirm. Aus Erfahrung schätzt Bergomatz das Tier auf etwa 2,5 Meter. Es hat sich zwischen Pflanzenteile zurückgezogen und verhält sich völlig ruhig. Die Schlange ist weit entfernt von irgendwelchen Rekordmaßen. Von Monster keine Spur. Doch das wird sich hoffentlich bald ändern. Rainer und Mike sind mit Mr. Theodore, einem alten einheimischen Indianer, verabredet. Er weiß, wo die wahren Giganten zu finden sind. Mr. Theodore hatte ein Erlebnis der besonderen Art und erkennt die Gegend wie seine Westentasche. Er ist überzeugt, in seiner Jugend einer Monster-Anaconda begegnet zu sein. Es sind gerade die Berichte der Einheimischen, die den Mythos der menschenverschlingenden Riesenschlangen immer wieder am Leben halten. Und doch können diese Menschen mit ihrem Wissen und ihren Beobachtungen viel dazu beitragen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ja, ich kann euch erzählen, wie es damals war. Ich erinnere mich, es war vor 60 Jahren. Wir hatten jede Menge Rinder. Und dann begannen einzelne Rinder zu verschwinden, die anderen wurden scheu. Zuerst dachte ich, es wäre ein Jaguar in der Nähe. Aber ich fand nie einen Kadaver, obwohl weiterhin Kühe verschwanden. Dann beschlossen mein Bruder und ich, dem Rinderdieb aufzulauern. Als wir zum Ichipon kamen, sahen wir eine breite Spur, die ins Wasser führte. Die jungen Männer waren sich nicht einig, wie sie die Abdrücke deuten sollten. Sie suchten das Ufer nach weiteren Hinweisen ab, aber ohne Erfolg. Schließlich entschlossen sie sich zu warten.